Hallo und willkommen zurück, meine lieben Freunde. Ich bin's, euer Odo. Zurück in seinem Krieg gegen Moskau. Nicht, dass wir den angezettelt hätten. Nein, 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 nein. Wir machen halt einfach mit. Weil wir so super sind. Okay. Okay. Na endlich. The following terms, full annexation was demanded. Teutonic Order will renounce their claims on Memel. Moscow will release Odoyev as a sovereign state. Schau was an. Teutonic Order will pay 45 ducats to Poland and its allies. With the conquest, Poland suffers a base of 13.7 aggressive expansion relation penalty. Fine. Due to our invaluable assistance in their wars, Poland now owns us 9 favors. Finde ich ja nett. Ja, unsere invaluable. Assistance natürlich. Ah ja, keine Vortexes mehr, deswegen höhere Kosten. Etienne de Vienne and the Walloon People is a powerful landowner and political influencer. Etienne von Wien? Among our Walloon subjects, and he have long had a working relationship with him. Okay. We welcome addition to the cabinet. Wir verlieren 10 Prestige. Reputation plus 1 ist cool. Und Halbpreis. Oder Wallonia Area gets influential powerholder. Local Development minus 10. Local Tax plus 10. Local Manpower. Statt diesem Typen hier. Sind 10 Jahre lang. Das ist gar nicht einmal so einfach. Ich glaube, ich nehme den Typen. Bevor wir ihn einstellen können, bevor wir ihn einstellen können, noch gleich. So, was haben wir gesagt? Brunswick. Aber sind die blöd gefleckt? Ich glaube, wir greifen diese Typen eh nicht an. So. Schaut gut aus.
Etienne de Vienne kostet eigentlich nicht viel. Ja. Und Diplomatic Reputation ist supi. Das sollte uns hier helfen. Ja, hilft uns wirklich. Ach, Köln hier ist ja gar nicht drinnen, weil Köln schon mal auseinandergenommen worden ist. So gesehen war das eh okay, dass wir Köln das gezwungen haben, Sachen herzugeben. Wir haben wieder Minus. Wie das? So, was willst du? Aber ja. Gut. Gegen Friesland sollten wir einen Krieg führen. Meppen und Groningen. Warte mal. Mit wem sind denn die verbündet? Die sind mit England verbündet. Vielleicht müssen wir doch nicht mit ihnen Krieg führen. Vielleicht sollte ich mir sowas vorher anschauen, bevor ich das mache. Oh, die Osmanen haben Krieg erklärt. Das finde ich gut. Vielleicht sollte man gegen die Osmanen Krieg führen, also. Warte, meinst du mal minus 1,23? Wieso das? Wenn wir wieder im Land sind, oder wie? Sad news, the great statesman Catalina, the first... Trastamar of Castilien has died. Our royal match with Castile has ended. Ist okay. Ja, wir sind schon bei 42. Aber wir haben nur 43 Leute dafür. Will ich noch möglichst lange als Verbündete haben. So, was würde denn die Welt dazu sagen, dass wir wieder mitmachen? Ihr nicht? Ah, zu viele Schulden. Könntet ihr die abbauen, bitte? Ihr habt auch Schulden. Der mag die Osmanen offensichtlich. Arg. Er ist ein Moslem-Versteher quasi.
die würden schon ganz gern mitmachen, aber die haben extrem viele Schulden und Volkshorschen. Das heißt, wir warten noch ein bisschen und dann macht Polen eh mit. Mit Polen macht auch Litauen mit. So, wie alt sind wir eigentlich als Herrscher? Na. The nation of Castile, your faithful allies, requesting that you come to the aid in the Castilian reconquest. Reconquest of Vizcaya against France. This is a war that they have started. Ferrara und Florenz? Echt jetzt? Ich glaube... Ich glaube, was wir jetzt machen werden ist, wir werden neu laden. Oder warte mal. Wie ist das? Kann man angeben, dass man nicht an... Okay, natürlich, Subjects war at war. Okay. Kann man vielleicht sagen, dass man nicht an Angriffskriegen interessiert ist? Irgendein DLC kann das. Spend 10 favors to increase Castilian trust. Na, vielleicht geht's auch gar nicht. Ein Mist. Warum gerade gegen Frankreich? Ich meine, ihr Idioten. Ich hätte nicht warten sollen mit dem Krieg gegen die Osmanen. Dann hätten sie mich sicher nicht gefragt. Oh. Frankreich, Florenz, Schottland, Drummond und Tyrconquel. Mit denen kann ich gar keinen Separatfrieden machen. Cannot negotiate separate peace between two junior partners in a war. Ah, okay. Gut, aber mit Frankreich könnten wir rein theoretisch. Okay. Dann können wir wenigstens wieder War Taxes erheben. Das gibt uns Kohle. Noch da auch Krieg führen. Ihr
knockt mal Florenz aus dem Krieg. Das mal so ziemlich das Wichtigste. So, irgendwo muss ich noch einmal 20.000 Mann haben. Ihr kümmert euch mal um das, was uns gehört. Mit etwas Glück kriegen wir das ja sogar. So, wie viele Truppen haben wir? Wir haben weit mehr Truppen als diese Typen. Vor allem auch mehr Kanonen. Mit wem sind wir im Krieg? Mit denen da? Ah, da ist Tormund. Ah, und Schottland ist das da oben. Echt jetzt? Okay. Also, hier geht's mal daher. Wo sind diese Truppen? Irgendwo muss er sie ja haben. So. Oh, ja, bringe die dahin. Na gut. Mein Vasall kümmert sich bereits um Florenz. Das heißt, wir können uns im Endeffekt um den Rest kümmern. Ist eh klar. Er kommt natürlich zu uns. Schauen wir mal, ob wir ihn nicht abschrecken können, indem wir damit noch ein paar Leute rumrennen. Und Tschechen sind auch.
kommt noch auf unseren Weg. Ist okay. Okay, weg sind die Truppen. Keine Ahnung, wo die hin sind. Hoffentlich nicht in meine Richtung. Warte mal, warte mal, warte mal. Wo sind die ganzen Deppen hin? Ah, da nach Florenz. Also nach Mantua, um gegen Florenz zu kämpfen, finde ich gut. Oh ja, Kastilien bewegt sich da nach oben. Finde ich auch gut. Okay, wo geht der hin? Hat war vielleicht. Was war sie? Hauptsache niemand stört uns bei unseren Belagerungen. Rightful ownership. Bla bla, it's theirs. Was? It is ours. Ihr könnt es mich mal gern haben. Das Drehen kriegt jetzt niemand mehr. Stop, 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 stop. Ja, holen wir uns das Einkommen von Böhmen. Ungarn ist noch immer in der Schuldenfalle, oder? Bist du irre? Die kommen da nie raus. Okay, das sind 20.000 Franzosen. Wo rennen die hin? Was haben die eigentlich für eine Dings? Was haben die eigentlich für einen Kampfwert 8? Warte mal, was haben wir? Wir haben auch 8. Gut. Wir sind zumindest nicht unterlegen. Irgendwie schön wäre das da oben gleich einmal. Richtung Hartstädt weiter. Warte, 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 warte. Was? Das kommt davon,
wenn man nicht, wenn man zu viele Armeen hat und nicht auf alle gleichzeitig schaut. Ja, wieso nicht? What shales? So, da warten wir jetzt 20.000 aus dem Nebel rauskommen. Nicht einfach dorthin klicken, wo die Truppen sind. So. Ah, verstehe. Da ist noch ein Tor dazwischen. Haltet durch. Nein, ihr haltet nicht durch. Doch, ihr haltet durch. Au, au, au. So. Dann Shift Consolidate zusammen. Daher. Das sind 18.000 Mann. Wir sind nicht mit denen im Krieg, oder? Nö. Administrating an empire. Bureaucrats have long favored paper over parchment and other materials due to how much easier it is to work with. There are also various blah 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 blah. Was heißt das?
price of paper changes by... Mm-hmm. Wäre schön, wenn dieses dämliche vorfallen würde. Noch einmal versuche ich euch nicht zu retten, ihr Idioten. Warum rennt ihr auch da in so kleinen Gruppen rum? Und dann auf nach Paris, wenn wir diese drei Gebiete haben. Oh, super. Kastilien, was machst du eigentlich? Du solltest doch einen Haufen Truppen haben. Wo rennen die rum? Idiot. Okay. 20.000 Spanier könnten vielleicht trotzdem irgendwie sinnvoll unterwegs sein.
Okay. So, an dieser Stelle, Herrschaften, machen wir wieder Schluss für heute. Ich wünsche euch einen schönen Abend, schlaft gut und träumt was Schönes. Bis dann.